Platzhalter. Platzhalter. Ups. Stopp. Das ist falsch. Genau, ihr müsst so sein. Schon besser. Okay. Also, dann komme ich hier die Tanks hin für Schwefelsäure und hier unten. Ja. Und hier unten dann die Fabrik. Die erste Batteriefabrik. Da. Du würdest gerne Batterien herstellen. Dafür. Oh, du brauchst Weak Capacitors dafür. Das heißt, ich muss jetzt die Kiste daneben stellen mit Weak Capacitors, die ich dann selber herstellen muss. Das wird lästig. Ja, definitiv lästig. Ah, das geht schön auf. Das heißt, du hast jetzt einen Direktanschluss dahin. Ja. Und der zweite Ausgang führt dann zu den Tanks, die wir jetzt auch mal bauen sollten. Bauen wir zwei Tanks erstmal. Ja, Kiste. Da. Ärmchen da. Du bekommst Kupferplatten, Eisenplatten. Und jetzt kommen die Weak Capacitors. Welche? Weak Capacitors, nicht Flux. Okay. Dafür brauchen wir ganz viel Draht. Den hole ich mir mal ab, damit ich das nicht selber craften muss. Weil wir sollten jetzt echt einen Stack von denen da reinschmeißen, damit wir auch einen Stack Batterien rausbekommen, damit wir einen Stack hellblaue Science Packs rausbekommen, damit wir, ne? Diese komischen Stromdinger bauen können. Substations. Waren's, genau. So. Abbrechen, 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 abbrechen. Bauen, 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 bauen. Draht ist weg. Ich will mehr Draht. Und Speedmodule sind fertig. Sehr gut. Ich hätte gerne. Kampfroboter wurden übrigens auch schon mehrfach empfohlen, dass ich die doch mal nutzen sollte. Weil die hier in der neuen Dietech-Version wohl recht schick sein sollen und auch nicht so viele Ressourcen brauchen. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Aber jetzt erstmal Lab Efficiency. Wobei das echt nur einen Speed-Bonus gibt. Das verbraucht ja nicht weniger Ressourcen. Hilft es mir indirekt? Nö, es verbraucht nur schnelle Ressourcen und bringt dafür schneller Forschung. Nö. Erstmal muss ich die 8 auslassen, bevor ich irgendwas anderes mache. Deswegen erforschst du jetzt bitte erstmal gar nichts. So, wir bauen jetzt die Speedmodule. Weg, 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 weg. Bauen jetzt Speedmodule. Boah, grüne Chips. Okay, abbrechen, 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 abbrechen. Bau Speedmodule. 10 Stück. So, wer bekommt die? Du bekommst 2, du bekommst. Du brauchst eigentlich keine Speedmodule, weil du hast nicht immer die ganzen Ärmchen da, die du brauchst. Erstmal nehme ich mir hier ein paar Fließbänder raus. Tu die hier rein. Naja, doch geht. Momentan sieht es mit den Ärmchen echt gut aus. Komm gut hinterher. Das heißt, die beiden bekommen auf jeden Fall was. Dann Drahtproduktion haben wir jetzt gesehen. Durch die ganzen Kapazitoren, die es jetzt gibt, brauchen wir wesentlich mehr Draht. Also bekommst du auch Speedmodule. Die grünen Chips bekommen definitiv Speedmodule. Sind wir schon mal bei 8. Hm. Mining Rails mit Speedmodulen. Nein, 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 nein. Das ist die dunkle Seite der Macht. Das wollen wir erst später, wenn wir die Feinde auch alle zerstören können. Momentan müssen wir so ganz auf lieb tun. Wir sind ganz, ganz liebe Öko-Fabrikinhaber. Jawohl, das sind wir. Strom sieht okay aus. Achso, genau. Ich hatte noch grüne Tränke hier. Schön. Das kann sich jetzt richtig schön aufstocken hier. Und sobald das bis hier angekommen ist oder so, dann fange ich wieder mit irgendeiner Forschung an, die einigermaßen sinnvoll ist. Was wollte ich eigentlich hier gerade? Ach genau, das Speedmodule. Du, da, du, da. Pollution-Module raus, Speedmodul rein. Momentan hängt es eher an den Ärmchen, sehe ich gerade. Okay.
Sie sind übrigens nicht mehr öko dadurch, dass sie jetzt Speed-Module haben, weil sie keine Pollution-Module haben können. Aber bei den Fabriken ging das ja noch. Vor allem bei den blauen Fabriken. Und ich denke bei den gelben dann später auch. Aber das kann ich ja mal nachgucken. Steht nicht dabei. Hm. Okay. Raus. Das heißt, du hast. Das war das, was ich auch geplant hatte, ne? Ja. Grüne Tränke sammeln sie irgendwie gar nicht. Was ich auch komisch finde, ist, dass sie sich gar nicht füllen. Weil sie gerade halt nichts forschen. Ja, aber die könnten doch standardmäßig auf einen Bestand von 10 von jedem Trank oder so sich auffüllen. Wäre ganz praktisch. Aber na gut. Ich sollte mich jetzt weiter kümmern um die Anlage hier hinten. Was brauchte ich dafür? Ich brauchte ganz viele Capacitors. Genau, deswegen war ich überhaupt erst hier. Gib mir Draht. Bau mehr davon. Das könnte ich auch ganz gut automatisieren. Mach mal das Licht da weg. Setz mal eine Fabrik im richtigen Muster hier hin. Dann kommt jetzt ein Ärmchen von da, liegt es über das Fließband rüber in die... Oh. Stimmt, wir haben noch gar nicht die halben Ärmchen. Also die halben vor kurzem langen Ärmchen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also die Ärmchen holen ja von zwei Feldern nach zwei Feldern. Es gibt aber auch die, die holen von einem Feld und legen nach zwei Feldern. Dann gibt es die, die holen von einem Feld zum zweiten Feld, aber legen nach innen. Und es gibt die von einem von hinten nach zwei nach vorne auf den anderen Fließbandseite. Es gibt viel zu viele Ärmchen. Aber das ist gut so. Das ist der Grund, warum ich überhaupt erst mit Dytec angefangen habe. Ich fand es total nervig, dass die Ärmchen nur auf eine Seite des Fließbands legen konnten. Da gab es Wege drumherum, aber die waren total hässlich. Das habe ich bei Dytec dann gefunden. Und dann wurde Dytec immer, immer größer. So. Du sollst nämlich die da herstellen. Du brauchst auch Eisen? Das ist kein Problem. Das fließt komischerweise hier dran vorbei. Ja, es ist jetzt nicht so schön. Ah doch, warte mal. Das geht sogar. Wenn du Strom hättest. Was wir nicht haben. Bau die da, brich die mal kurz ab. Und das Holz, was wir auf Vorrat mal hergestellt haben, ist übrigens sowas von schnell weggegangen. Das war krass. So, das heißt, du schnappst dir jetzt Eisen, legst es dahin. Das mit dem Kupfer machen wir jetzt erstmal noch von Hand. So. Arbeitest jetzt und tust es dann dahin. Ja, okay. Das heißt, die werden jetzt auch automatisch hergestellt. Wahrscheinlich nicht so super schnell. Wobei doch geht. Und wir haben jetzt 40 Stück. Das reicht doch schon mal fast für die ersten Batterien. Also für die ersten 39 Batterien wahrscheinlich. Das kommt da rein. Die Verbindung müssen wir auch noch... Nee, Verbindung ist da. Oh, und Licht. Wupp. Wupp. So. Du. Bitteschön. Blubber, 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 blubber. Dann hätte ich gerne Tanks. Uff. Ja, hier könnte ich sie rüberbauen. Das sieht doof aus. Bau bitte nochmal zwei Tanks, damit ich mir das Muster besser angucken kann. Also das Muster im Muster. Im Muster. Du. Nee, das geht nicht daneben. So, probieren wir mal so. Geht doch super auf. Vier Tanks sind es also. Verbunden. Aber so wäre es besser, ne? Wobei dann die Ausgänge hier blockiert sind, aber da stehen ja später eh keine Poles. Ja, so ist gut. Okay, dann füll dich jetzt bitte mit... Stopp, Untergrunddinger. Ich will hier überall später durchlaufen können. So, du füllst dich jetzt mit... Schwefelsäure.
Du sahst gerade komisch aus. Genau, füllt sich mit Schwefelsäure. Kriegst allerdings hier auch noch eine Anbindung. Geh mal hier raus. Damit er auch von da was sich mopsen kann, falls da nicht genug rauskommt. So, also Schwefelsäure staut sich jetzt. Was sich nicht staut, ist alles andere. Das sollten wir auch möglichst schnell regeln. Wovon haben wir nämlich jetzt zum Beispiel zu viel? Leichtöl. Leichtöl sollte ich hier irgendwo hin. Wie sah das da aus? Es fing an so. Und zwar knapp über dem da. Noch zwei? Ist ganz schön nah dran, aber es sollte aufgehen. So. Sieht aus wie da, ne? Ja, nur halt weiter oben. Das heißt, es kommt von hier dahin in die Tanks und von hier kann es dann weiter verarbeitet werden zu was auch immer. Zu mehr Petroleumgas zum Beispiel. Wobei wir das dann von unten wieder nach oben bringen müssten. Das wäre ein wenig ärgerlich. Was ich machen könnte, ich könnte die eine Hälfte von diesem Block, von dem Leichtölblock benutzen, um Leichtöl einzulagern. Und die andere Hälfte schon benutzen, um hier Chemical Plants hinzusetzen, die es schon in Petroleumgas umwandeln. Weil wir werden mehr Petroleumgas brauchen als Leichtöl. Leichtöl brauchen wir für die Fuel Blocks, mit denen wir auch bald anfangen sollten, weil sonst haben wir bald keine Kohle mehr und dann ein Problem. Wobei ich das immer noch mit Tree Farm lösen könnte, aber das ist so komisch. Unendlich Ressourcen ist immer so ein bisschen, ne? Überpowered. Auch wenn es ein Aufwand ist, das alles zu automatisieren und so. Wobei das gleiche haben wir auch bei Öl. Also ob ich das mit Öl alles unendlich habe oder mit Kohle alles unendlich habe, nimmt sich einigermaßen gleich. Ich mache erstmal nur die zwei. Und dann gucke ich weiter. Das heißt, du brauchst wieder Untergrunddinger. Und zwar von hier nach hier. Du gehst von hier nach da. Leichtöl wird jetzt also abgepumpt. Schweröl wäre der nächste Kandidat. Dafür brauche ich wieder Tanks. Beim Schweröl war jetzt das Ding, dass wir die Hälfte von dem Schweröl brauchen. Naja, weniger. Eigentlich bräuchten wir ein Viertel oder so von dem Schweröl. Und daraus stellen wir Lubricant her. Aus dem restlichen Schweröl stellen wir wieder Leichtöl her. Ja. Das heißt, hier wird das Ganze ein bisschen komisch aussehen. Mein Plan jetzt wäre, Schweröl kommt von hier, würde dann hier in die Tanks reinkommen. Ich mache hier zwei Schweröltanks. Hier mache ich von Westen nach Osten Chemical Plants und die wandeln das Schweröl dann gleich um zu Leichtöl und pumpen es dann direkt da rein. Habe ich genug für die Chemical Plants? Nö, was fehlt? Eisen. Das hat ziemlich viel Eisen, das ist so teuer. So, Tank. So fing es an, ne? Ja, oben verbunden. Geh erstmal. Brauch noch mehr Rohre. Es kommt so selten vor, dass ich Rohre brauche. Bau. Genau. So, so. So. Schweröl staut sich auch schon mal. Also Schweröl staut sich, Leichtöl staut sich, Petroleumgas nicht. Das sollte ich hier auch noch ändern. Zwei Tanks. Hier? Nee. Das hier ist der Leichtölblock, das ist der Schwefelblock, das hier ist der Petroleumblock und die Tanks waren bisher immer links. Also hier. So, so. Das heißt, hier kommt jetzt eine Abzweigung noch. So. Okay, ein weiter vielleicht noch. Wäre ganz praktisch. So. Flup, flup.
Du füllst sie mit Petroleumgas. Ja, es wird jetzt alles schön verarbeitet hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Habt ihr noch alle Pollution-Module? Pollution, Pollution? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ölgeschichte mit am meisten Pollution produzieren wird später. 1,8. Das ist ganz schön sauber. Ja gut, dann habe ich mich wohl geirrt. Erdölverarbeitung ist eine sehr, sehr saubere Sache. Vote for Fracking. Google mal Fracking, falls ihr es nicht kennt. Petroleumgas kommt. Ja, Lubricant brauche ich jetzt noch nicht. Das heißt, ich kann das ganze Ding jetzt erstmal laufen lassen. Batterien sollte ich allerdings schon anschmeißen. Dann ist gut. Achso, du brauchst noch eine Ausgangskiste. Da, die tue ich doch gerne hin. Hier, gib mir Batterien. Sehr schön. Also, für jede Batterie, die jetzt kommt, können wir einen hellblauen Trank anschmeißen. Das heißt, ich kann jetzt Richtung Strom gehen. Mache ich also jetzt auch. Das heißt, wir erforschen jetzt in der nächsten Folge das Ding und in der übernächsten Folge dann vielleicht schon das hier. Wir brauchen also nur 100 Batterien. Ist gebongt. Wir brauchen doch nur eine Batterie pro Trank, oder? Ja. Oh, Plastik. Yay. Plastik. Okay, dann wird das doch nicht so schnell was. Wir müssen jetzt erstmal nächste Folge die mittleren Strompoles erforschen. Dann müssen wir Plastik erforschen. Dann müssen wir Plastik erstmal herstellen aus Petroleumgas. Also hier vielleicht irgendwo. War doch aus dem, oder? Plastik. Kohle und Petroleumgas, ja. Also hier irgendwo. Da stellen wir Plastik her und dann können wir damit zusammen das herstellen. Ja, zieht sich alles noch ein bisschen, aber ich denke so in 3-4 Folgen könnten wir unsere erste Substation haben. Und dann können wir die überall verteilen, dann kommen die ganzen Poles weg, dann wird das alles wesentlich übersichtlicher. Wir können das Muster an die gesamte Mauer ranbringen, können die Türme ausrichten. Und dann geht es ja auch schon Richtung Lasertürme, weil wir haben die ersten Batterien. Also jetzt geht's Schlag auf Schlag. Bis gleich.